15 o'clock. Over. Der Beifall gilt einem Balljungen, der auf Anweisung des Schiedsrichters ein Stück herumsegelndes Zellophanpapier gefangen hat. Second service. Geht der Gold richtig, der Deutsche? Geben das Plakat. Forrest does it better. Bisher stimmt das nicht so ganz. Er macht es bisher nicht besser. First service. Ja, Boris scheint sich wieder mal nicht einkriegen zu können. Denkt zu lange jetzt über die verpassten Chancen, vielleicht gerade über die beiden eigenen Breakchancen, die er hatte, im ersten Satz nach. Aus. Was anfangs so einfach aussah für Wilander, dieses erste Spiel im zweiten Satz, bringt Becker jetzt, da es war zwei, dreimal zu hören, vielleicht den Vorteil, denn Wilander sagt, ein bisschen selbstironisch, guter Aufschlag, ist mit seinem Aufschlag in dieser Phase trotz des gewonnenen Satzes nicht zufrieden. Das war gut von Becker. Gut aufgepasst. Becker. Da kommt er nicht ran. Erneut also Breakchance für Boris Becker. Ich glaube, ein Break würde dem Deutschen jetzt gut tun.
spielt er zu weich, zu harmlos. Deuce. Da wird diskutiert im Publikum, ob der nicht aus war von Wilander. Hier geht weiter. Auch der kommt. Wilander als großer Bringer, aber ins Aus. Zweite Chance zum Break für den Deutschen in diesem ersten Spiel des zweiten Satzes. Ich glaube, zu viele Möglichkeiten darf Becker nicht auslassen. Immer wenn Becker Breakchance hat, das waren jetzt insgesamt vier, retourniert er viel zu harmlos, bringt den Ball nur relativ weich zurück. Vielleicht jetzt beim dritten Breakversuch in diesem ersten Spiel, im zweiten Durchgang, mit ein bisschen mehr Schmackes. Es geht auch mit Geduld. Dennis Brick also im zweiten Satz. First game, second. Das sollte eigentlich dem Deutschen helfen, die Gemütsverfassung ein bisschen zu verbessern. Denn ich meine, trotz insgesamt ausgeglichenen Spiels im ersten Durchgang, Becker hat diesen Satz zumindest nicht verdient verloren. Da war mehr drin. Aber die Lauf der Zeit nicht zurückzudrehen. Jetzt ein großer Schluck Eiswasser. Sie kann er lässt sich Becker während des Spiels immer in die Eistruhe stellen. Man sollte jetzt nicht zurückschauen, den Satz 1 einfach abschreiben. Die Weichen in Richtung Besserung hat Becker gestellt mit diesem schnellen Break im ersten Spiel des zweiten Satzes. Es kann eigentlich nur besser werden. Insgesamt aber dennoch die Bescheinigung an seine Adresse, dass er klug spielt, Kräfte einteilt. Und hier haben wir das Endergebnis von dem Spiel nebenan. Stefan Edberg also gewinnt in vier Sätzen gegen David Wheaton aus den USA. Steht damit im Halbfinale und wartet auf seinen Gegner. Der Gegner von Edberg übermorgen. Im Halbfinale wird entweder Boris Becker oder Mats Wilander sein. Ich erfahre gerade, dass die Temperatur im Schatten von 39 Grad auf 32 Grad gesunken ist innerhalb der letzten Stunde. Und wenn es so weitergeht,
Vielleicht wird es ja noch erträglich und damit angenehmer für Quiet, Boris please. Becker. Quiet, please. Take your seats quickly. Thank you. Aufschlag des Deutschen. Zum ersten Mal in diesem zweiten Satz. 1-0 Führung im Rücken. Allerdings im ersten Satz hat Mats Wielander gewonnen. Mit 6-4. Quiet, please, ladies and gentlemen. The players are jetzt ready. Knapp Thank eine you. Stunde. Viele Zuschauer, die nebenan bei Edberg und Whedon waren, kommen jetzt hier hinüber und nutzen ihr Center Court Ticket aus. Deswegen hat dieser Seitenwechsel ein bisschen länger gedauert. Während hier die Zeitlupe läuft, steht Mats Wielander vorne. Da haben wir Becker im Bild, steht Wielander vorne und diskutiert mit dem Schiedsrichter Steven Wynyard. Love 50. Klasse gespielt von Becker. 15 beide. 15 all. Ja, der Aufschlag jetzt deutlich besser bei Becker. Perfektes Serve und Volley damit, gleich nach dem ersten Aufschlag vor. Den ersten Volley gleich richtig platziert. Erneut guter erster Aufschlag und diesmal wieder ein guter Volley, genau gesetzt mit der Vorhand. Bringt Becker Spielball, 40-30 zum 2-0. Versucht Becker gleich einen Lob, der ist natürlich viel zu kurz. Ja, der geht genau auf die Linie.
konnte man die Flugkurve gut sehen. Bei diesem Vorhandpass hier stark von Wilander. Deuce. Kommt es nochmal, wieder Einstand. Der Ball war bestimmt einen halben Meter während seiner Fahrt im Aus. Dreht dann wieder rein. Aus. Das hatten wir uns alle anders gedacht. Vorteil Wilander, Chance zum Rebreak. Der Aufschlag bei Becker ist zwar wieder da, aber einige Fehler mit dem Volley. Da ist das Rebreak, 1-1. Becker hat zweimal Spielball gehabt für dieses 2-0. Es ist misslungen. Die letzten Äußerungen von Boris deuten klar an, dass er aus seiner Krise, die er durch diesen Satzverlust gekommen ist, noch nicht wieder heraus ist. Diese Bilder, diese Unmutsäußerungen, das Kopfschütteln, das haben wir eigentlich bei Boris in allen Begegnungen hier gesehen im Verlauf dieses Turniers. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Da kommt wieder einer ran, kein Problem. Das ist natürlich ein völlig misslungener Stop. Game Wilander. 2-0 das Spiel für den Schweden, der jetzt eine gute Phase zu fassen hat, die letzten 6 Punkte gemacht hat. Ein nachdenklicher Bob Brett eben kurz im Bild. 2-1, Führung für den Schweden. Jetzt wird der Center Court so richtig voll. Jetzt kommen die letzten Zuschauer auch, die nebenan bis zum Schluss den Sieg von Stefan Edberg über David Wheaton mitverfolgt haben. Dass es schwer werden würde, war klar. Angesichts auch der äußeren Bedingungen. Die Sonne knallt wieder voll herunter, die Wolken scheinen sich verzogen zu haben. Der dramatische Wettersturz, von dem das Wetteramt hier in Melbourne noch vor
zwei, drei Stunden sprach, ist noch nicht eingetreten. Es ist zumindest im Schatten ein ganz klein bisschen angenehmer geworden, aber nach wie vor dort unten auf dem Platz brütend heiß. Eine leichte Brise weht hier in den Center Court hinein, nachdem wir ja vor zwei, drei Stunden schon Sturmböen hier hatten. Und draußen im Flinders Park sind einige dicke Äste abgebrochen. Es ist keiner zu Schaden gekommen. Aber ein Teil des Baumes musste dran glauben. Etwa 45, 46 Grad dort unten auf dem Boden. Quiet, please, ladies and gentlemen. Quiet, please. Das kann natürlich nicht nach dem Geschmack des doch recht schweren Boris Becker sein. Hat ja selbst immer gesagt, bei Hitze spiele ich immer wie gelähmt. Dennoch, er hatte seine Chancen bisher in dieser Partie mit dem Dauerläufer, dem Marathonmann Mats Wilander. Die hat er nicht genutzt. Ersten Satz verloren. Jetzt ist wieder alles in der Reihe in diesem zweiten Satz. 1-2 auf Schlag Becker. Eine kleine Erlösung für den Deutschen. Sein zweites Ass. Auch er zu Null. Zum 2 beide. Sie hören die Zurufe aus dem Publikum. Die Sympathien sind hier verteilt. Mats Wilander, einer der populärsten Leute hier unten überhaupt. Immerhin dreimaliger Champion auch dieser Meisterschaften. Auch hier in Australien sehr beliebt, die Angaben über die Jahresverdienste der Spieler. Diesen Angriff und hervorragend abgeschlossen. 0:30. Dann haben wir ganz kurz Jan-Anders Sjögren gehabt. Der Mann in einer Doppelfunktion, hier als Coach von Mats Wilander, der nächste Woche wieder als Davis Cup Kapitän der Schweden.
Schweden spielen übrigens auf Sardinien in Cagliari gegen Italien die erste Runde. Deutschland zu Hause in Bremen gegen Holland. Boris Becker ist immer besserer Laune, wenn er gut aufschlägt und das Spiel zuvor zu Null hat ihm vielleicht doch jetzt den Auftrieb gegeben, den er braucht. Ausgegeben, ganz knapp im Aus. Becker also erneut beregt vor in diesem zweiten Satz. Jetzt hat Becker 8 Punkte im Stück gewonnen. Diskussionen jetzt von beiden. Becker sagt, ich habe den Ball gut gesehen. Das Spiel wird nochmal rückgängig gemacht. Also Kommando zurück. Gute Geste von Boris Becker. Gibt bei 0:40 zwei neue Bälle. Love 40. First service. Ja, das sieht man gern. Ist selten geworden im Sport, aber so ist Boris ja von Olivier Delettre im Spiel der 4. Runde eben so bedacht worden. 15-14. Also es steht 2-2. Und jetzt 15:40. Immer noch 2 Chancen zum Break. Werden Sie sich zu Hause sicherlich auch fragen, war das richtig, die Entscheidung von ihm? Und die Frage, glaube ich, kann sich jeder selbst beantworten. Was ist besser, mit Anstand verlieren oder mit Schummeln gewinnen? Fehler ohne Not, Becker klar im Nachteil, 20 gegenüber 7 von Wilander, nach 0:40 also Einstand. Jetzt aus. Wieder Einstand. Deuce. Mats Wilander hat ja mal eine ähnliche Situation durchlebt, 82, als er zum ersten Mal den Titel in Paris gewann. Da spielte er Halbfinale gegen José Luis Clerc. Schiedsrichter sagt, Spielsatz Sieg. Gut passiert von Becker. Ich will das nur kurz zu Ende erzählen, diese Begebenheit. 8 Jahre ist es her. Da sagt Wilander, das ist nicht mein Spiel. Der Punkt wird von mir so und so korrigiert. Also erneut Matchball für Wilander, der dann dennoch gewinnt als 17-Jähriger.
sowas mag Boris Becker auch im Kopf haben, wenn er einem Spieler wie Wieland dagegen übersteht. Fünfte Chance zum Break für den Deutschen jetzt. Game back. God knows. Wollen wir froh sein, dass diese noble Geste ihn nicht dieses Break gekostet hat. 3-2, also dennoch, ich brauche auf meinem Bogen nichts mehr zu verändern. Nur war es eben nicht mit der dritten Breakchance, sondern mit der fünften. Ja, das sollte man solchen Spitzensportlern hoch anrechnen. Man sagt ja sonst, in dem Bereich Tennis gehe es nur noch um Geld. Und solche kleinen Ereignisse machen deutlich, dass dem nicht ganz so sein kann. Ich glaube, dass Spieler wie Boris Becker und Mats Wilander, beide sind Multimillionäre, ohnehin für Geld nicht mehr Tennis spielen. Becker will die Nummer 1 werden. Wilander sucht neue Motivation nach diesem frustrierenden Jahr 1989. Von 1 in der Weltrangliste auf 15 derzeit abgerutscht. Time. Aber ich glaube, durch eine relativ guten Leistung, und er selbst sagt ja, es geht alles wieder ein bisschen besser, wird Wilander bald wieder unter den ersten 10 der Welt stehen. Hat wieder angefangen, fleißig zu trainieren. Er wurde ja unlängst in einem Interview des Spiegels gefragt, warum quälen Sie sich überhaupt noch so? Hat er gesagt, weil ich begriffen habe, dass man solche Phasen durchmachen muss. In einer Ehe ist es doch ähnlich. Man liebt die Frau, zuweilen jedoch wünscht man sich, dass sie nun endlich abreist und für einige Tage ihre Mutter besucht. Das ist die Einstellung von Mats gegenüber seinem Sport, seinem Hobby, seinem Beruf. Damit kann man leben. Und Boris Becker hat schon einige Male gesagt, dass er in Wilander, dem 3 Jahre älteren, sehr wohl ein Freund und vielleicht auch so ein bisschen ein Vorbild sehe. Becker also Break vor, 3-2 und Aufschlag im zweiten Satz. Erste Aufschlagprozentzahl gestiegen. Bei Becker. Das dritte Ass. Game back. Erneut gutes Aufschlagspiel von Boris Becker. Erneut zu 0, sich das 4-2 besorgt. Jetzt gibt es eine ganz kleine Verzögerung. Die Bälle werden eingesammelt. Es sind wieder 9 Spiele vergangen. Es gibt neue Bälle. 4-6 und 4-2, also aus Sicht von Boris Becker, der jetzt doch in den letzten 10 Minuten, ich glaube, das ist eindeutig geworden, das Kommando hier übernommen hat. Die Frage ist, behält es? Love 15.
Love 30. Jetzt häufen sich die Fehler bei Mats Wilander. Flucht jetzt auf Schwedisch. Ich könnte Ihnen sagen, was das bedeutet, tue ich aber nicht. Zwar genau aus der Sonne, aber sicher über Kopf bei diesem Schmetterschlag, die Lander. Ich wollte gerade sagen, die Bälle von Wilander werden kürzer und kürzer und der war natürlich viel zu kurz. 30-40. Erneute Chance für Boris Becker zu einem vielleicht schon satzentscheidenden zweiten Break. Auch die zweite Breakchance vertan. Einen ganz kleinen Tick zu lang diesen Ball gespielt. Ja, da schaut Mats in den Himmel, denn das Licht wechselt jetzt. Sie sehen es vielleicht auch über das elektronische Auge der Kamera extrem schnell. Hier drei nur noch für Boris Becker, aber er hat natürlich immer noch einen Break vor und wird mit dieser 4:3 Führung gleich nach Seitenwechsel im Rücken aufschlagen. Die beiden stehen sich in offiziellem Zusammenhang zum 9. Mal gegenüber. Die bisherige Bilanz liest sich für Boris Becker durchaus positiv. So wie Becker ja bis auf Brad Gilbert, und das ist eine eigene Geschichte, gegen keinen der Top 10 mehr eine negative Bilanz hat. Auch gegen Ivan Lendl heißt es ja inzwischen 7-7. Also 6-2 für Becker in den bisherigen 8 Begegnungen. Das allererste Mal trafen die beiden aufeinander auf Asche. 85 war das in Paris. Gewann Wilander in 3 Sätzen. Boris Becker gewann dann als Ausgleich dafür 4 Wochen später zum ersten Mal das Wimbledon-Turnier. Danach dann 4-mal Becker,
dann zur Abwechslung einmal wieder auf Asche bei den French Open erneut Mats Wilander. Das war im Halbfinale 87. Und dann die beiden letzten Begegnungen. 88 standen sich nur einmal gegenüber, das war bei Masters. Becker. Und dann vor 4 Wochen. Da sind inzwischen schon 5 Wochen beim Davis-Pokalfinale in Stuttgart. Becker 6-2, 6-0, 6-2. Aber dass es hier erneut so klar zugunsten des Deutschen ausgehen würde, daran hat nun wirklich keiner gedacht. Es wird rausgespielt, der Wind kommt dazu. Störend bei Beckers Aufschlag. Der Platz nicht so schnell wie der Teppichboden in der Steierhalle von Stuttgart. 4-3 Aufschlag Becker. Scheint Wilander wieder auf dem Weg nach oben zu sein. Sogar 0,40. Love 40. Der erste Aufschlag des Deutschen ist mal wieder weg. Aber Sie sehen auch, wie die australischen Kameraleute immer nachziehen müssen bei der Belichtung ihrer Bilder. Mal Sonnenschein, dann schiebt sich wieder eine dicke Wolke davor. Wir beide. Waren es erneut die verpassten Breakchancen im Spiel zuvor von Becker. Zweimal Spielball zum 5-2 gehabt, nicht genutzt. Die Reaktion gibt es ein Aufschlagspiel zu 0 an. Wieder alles offen in diesem zweiten Durchgang. Die Schläge von Wilander sitzen wieder. 30. Ecke Angriff. Nicht weit genug an die Linie gespielt. Deutsche mal wieder von der Rolle. Dreimal Spielball für den Schweden zum 5-4. Ja,
Das sah vor wenigen Minuten viel, viel freundlicher aus. Sie sehen es, Secker schüttelt selbst den Kopf. Scheint es nicht glauben zu können, dass sich dieses Blatt binnen weniger Minuten zu seinen Ungünsten gedreht hat. 4-2, fast 5-2 geführt, plötzlich 4-5 hinten. Und jetzt gleich der Druck bei eigenem Aufschlag wieder gut aufzuschlagen nach dem miserablen Spiel von ihm zuvor, um in diesem Satz am Leben zu bleiben. Und die schwedische Clique hier, viele Jugendliche, die hier ihren Urlaub verbringen, noch vor dem Studium, die meisten zwischen Schule und Studium, sie veranstalten hier Time. Eine Gejohle. Unterstützen ihn, Mats Wilander, den besten Schweden der 80er Jahre. Erst 25 Jahre jung, auch kaum zu glauben. Der Name uns allen sicherlich seit 8 Jahren ein Begriff, seit seinem ersten Erfolg bei den French Open. Als damals jüngster Sieger bei einem Grand Slam Turnier aller Zeiten. Den Titel hat ihm ja dann Boris Becker abgenommen. Inzwischen ist er ihn auch wieder los, weil Michael Chang im letzten Jahr Paris gewann. Der jüngste aller Zeiten ist. So, mal sehen, ob Becker mit dem Druck fertig wird. Die Zahlen sprechen und die letzten 10 Minuten dazu für den Schweden. Becker zum ersten Mal ohne Mütze. Ja. Eigentlich war der Angriff von Becker tief genug. Love 15. Wieder der Passierschlag von Wilander. Wir sehen seine Handbewegung. 0:30. Love 30. Droht nicht nur Spielverlust, sondern auch 0:2 Satzrückstand. Eine äußerst kritische Phase für den Deutschen. Mal die Rückhand richtig durchgezogen in dieser kritischen Phase. 15:30. Situation jedoch unverändert. Wilander 2 Punkte vom Gewinn des zweiten Satzes entfernt.
Der siebte Doppelfehler von Boris Brekke. Satz Nummer 1 hat er mit Doppelfehler beendet mit seinem fünften. Und jetzt gibt er Mats Wilander in diesem zweiten Satz Satzball mit Doppelfehler. Zu glauben. Boris Becker verliert diesen Satz tatsächlich nach seiner scheinbar deutlichen und sicheren Führung. Wilander führt 2:0 in den Sätzen. Jetzt müssen wir alle wieder an ein kleines Wunder glauben. Weil diese Wunder aus 0-2 Satzrückstand noch einen Sieg zu machen, kann auch ein Boris Becker nicht jeden Tag vollbringen. Eine Stunde und 39 Minuten gespielt. Wilander eröffnet Satz Nummer 3. Wieder der Rückhandpassierschlag. Kann man sagen, Becker sollte die Ecke zumachen, aber dann wird er natürlich mit einem Rückhand-Cross erwischt. Wilander entscheidet immer erst im letzten Moment, ob Longline oder Cross. Vielleicht hat der Deutsche die Mütze zu spät abgenommen. Für Wilander. Spielball zum 1:0 in diesem dritten Satz.
Auch der Ball knapp im Aus. 1-0 für die Nummer 8 der Setzliste, die Nummer 15 der Weltrangliste. Sicherlich mit aufsteigender Tendenz. Mats Wilander. Hier noch einmal Jonte, wie er genannt wird, Sjögren, der in der nächsten Woche auf Wilander zurückgreifen wird. Beim Davis-Pokal allerdings auf Stefan Edberg verzichten muss. Denn Edberg, der hier bereits das Halbfinale erreicht hat, hat seinem Davis-Cup-Kapitän zu verstehen gegeben, dass er in dieser ersten Runde nicht dabei sein möchte. Ja, Boris Becker und die Wunder aus 0-2 noch ein 3-2 zu machen, die hat es ja gegeben. Zuletzt gegen Miloslav Mitschir hier vor 2 Tagen, als er 0-2 in den Sätzen und 1-3 im dritten zurücklag und dann Mitschir einen ganz schweren Arm bekam. Insgesamt ist das dem Deutschen in den letzten 3 Jahren 4-mal gelungen, einen 0-2 Satzrückstand noch in einen Sieg zu verwandeln. Wir wollen mal abwarten, aber es sieht nicht so gut aus für Boris Becker. Respekt vor Wilander, der seine Chancen wahrgenommen hat. Wesentlich besser spielt als in den Runden zuvor, aber ich will dem Schweden nichts wegnehmen. Ich glaube, für Becker könnte es das Match der verpassten Chancen werden. Im ersten Durchgang die Break-Chancen zum 5-4 nicht genutzt, prompt das Break zu seinen Ungunsten, der Satz weg. Dann diese Führung, 2 Spielbälle zum 5-2 im zweiten Satz, nach Break vor, eventuell noch ein zweites dazu, nicht genutzt, plötzlich das Spiel wieder weg, 0-2 Satzrückstand. Das ist Tennis. Für Boris Becker ein langer Weg. Sein erster Aufschlag im dritten Satz. Zu Satzbeginn spielt Becker immer ganz gut. Statistik am Netz eindeutig zu seinen Gunsten. 22-6 Punkte gemacht. Zu Beginn der Sätze ist Becker immer ganz gut da, aber am Satzende, da wo es richtig zählt, wo abgerechnet wird, da sollte Becker sich zu Wort melden. Spricht wieder mit sich selbst jetzt. 13-15. Doppelfehler Nummer 8. Nur 3 Asse. Aufschlag alles andere als gut. Hier haben wir die Doppelfehlerstatistik. Das ist ein gutes Spiel. 14-15. Aber solche Leistung muss Becker mal durchgehend eine Stunde bringen. Nicht nur wie eben im zweiten Satz 20 Minuten.
Das erste Spiel auch für den Deutschen im dritten Satz. Dennoch vor diesem Ballwechsel, vielleicht konnten Sie es hören, Becker auf Englisch. Und mehr fürs Publikum gedacht hier, der Satz Amazing how bad you can do. Schon erstaunlich, wie schlecht man spielen kann. Dennoch mit ein bisschen Glück und gutem Willen des Linienrichters dieses 1-1. Beide. 15. Wie verbissen Mats Wilander ist. Es wird sich auch bis zu ihm herum gesprochen haben, was Becker gegen Mitchell geleistet hat. Deswegen gilt natürlich für den Schweden das Motto, jetzt dranbleiben, nicht nachlassen. Aber 15:30. Der passte 100-prozentig. Halbherzig geschlagen, dieser Return. Das weiß Becker auch selbst. Nach 15:30, also 40:30. Okay, das war gar nichts. Das war nicht mal der Ansatz eines guten Rückhand-Returns. 2-1 für Mats Wilander. Jetzt müsste Boris eigentlich die Lust wiederfinden. Sah ihm fast so aus, als wollte er einpacken hier. Das sollte er nicht tun. Er hat viermal in seiner Laufbahn solche Spiele rumgebogen. Und man kann nicht sagen, dass Mats Wilander hier überlegen spielt. Das Spiel ist insgesamt ausgeglichen. Und wie ich es schon sagte, für Becker vielleicht die Partie der verpassten Chancen.
Auch Philander, jetzt sein neues Racket. Auch er spielt ja wie Boris Becker vertragslos seinen Schläger. Hat zwischenzeitlich was anderes versucht, ist aber gleich nach 3 Monaten reumütig zurückgekehrt zu seinem alten Schläger, mit dem er seit 8 Jahren spielt. Philander hat diese Meisterschaften schon 3-mal gewonnen. 83 damals gegen Lendl, 84 gegen Kevin Curran und 88 in einem 5-Satz-Finale hier gegen Pat Cash. Und Boris Becker, er möchte natürlich diesen Titel auch zum ersten Mal gewinnen. 3-mal Wimbledon gewonnen, 1-mal die US Open im letzten Herbst. Und als vermeintlich bester Spieler der Welt ist er hier nach Australien gekommen. Aber diesen Beweis, dass er das ist, ist er zumindest heute hier ein wenig schuldig geblieben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Thank you. Philander erneut mit einem Rückhandpassierschlag, aber da geht Becker auch nicht energisch genug nach vorn. Hier sehen Sie die kleinen Tierchen und ich glaube Asche zu sehen. Ich dachte schon, hier würden Schwärme von Ungeziefer durch die Arena fliegen, aber es scheint irgendwo in der Nähe zu brennen. Nicht hier auf der Anlage. Dann wäre sicherlich die Sprinkleranlage schon in die Gänge gesetzt worden. Irgendetwas ist passiert. Dann kann ich den Kollegen, der neben mir sitzt, mal bitten, einmal sozusagen um die Halle zu gehen und mal zu schauen, was ist. Vielleicht bei den Kollegen des australischen Fernsehens nachzufragen. Becker. Zwei beide. Dritter Satz. Two games all. In diesem relativ klaren Aufschlagspiel hat er uns allen mal wieder ein bisschen Hoffnung gemacht. Inzwischen habe ich auch eine kleine Erklärung dafür bekommen, woher diese kleinen Ascheteilchen kommen. Die kommen aus der Klimaanlage des Stadions. Die läuft natürlich auf vollen Touren. Da soll sich so etwas bilden wie Kondensasche. Sagt der Kollege jedenfalls, wenn es sowas gibt, dann ist es das. Der Wind drückt das hier dann eben durch das geöffnete Hallendach in dieses Oval hinein. Also es brennt nicht. Gibt für das meiste auch in Australien eine Erklärung. 40 Lagen.
40-15. Dritter Doppelfehler des Schweden, aber das ist natürlich wenig gemessen an den 8 Doppelfehlern, zum Teil in wichtigen Situationen gemacht von Becker. Dennoch, trotz dieses kritischen Spielstandes gegen den Deutschen, das Gesicht, der Gesichtsausdruck von Becker gefällt mir wieder ein bisschen besser. Er scheint sich zu besinnen. Aber die Frage ist natürlich, ist es zu spät? Wilander vielleicht auch ein bisschen überrascht von dieser deutlichen Führung, 2:0 in den Sätzen gegen Nummer 2 der Weltrangliste. Da hat Mats Wilander Eis in der Hand. Das sehen Sie, aber warum hat er es in der Hand? Hat er Schmerzen in der Hand? Er will sich nur ein Getränk zubereiten. Nein, er scheint Schmerzen in der Hand zu haben. Wilander auf dem Weg zurück. Sollte er hier gewinnen gegen Becker, dann wäre das sicherlich ein ganz wichtiger Schritt zu einem erfolgreichen Comeback für ihn. So, Becker. 0-2 in den Sätzen zurück. 2:3 zurück im dritten Satz. So langsam wird es Zeit. Quiet please, ladies and gentlemen. Players are ready. Thank you. Quiet please. Neue Bälle, ja, die Antwort vom Schiedsrichter und dann die faire Geste. Das Übliche, man zeigt es dem Gegner. Love 15. Noch einmal in der Wiederholung sehen Sie, wie Mats Wilander sich die Schlaghand kühlt. Das Publikum will mehr von Becker. Nicht nur die 14.000-15.000 hier auf dem Center Court. Quiet please, quiet please. Thank you. Sicherlich auch Sie zu Hause. Jetzt droht natürlich richtig Gefahr nach diesem 9. Doppelfehler, mit dem er Mats Wilander entscheidend in Vorteil bringen kann. 3 Spielbälle in Folge zum 4:2 für den Schweden. Das war's für Boris Becker. Dieser Spielstand ist noch grenzliger als der gegen Miroslav Mitschir in der Runde zuvor.
gut zwei Stunden gespielt. Und Boris Becker steht hier im Viertelfinale vor dem Aus. Jetzt hängt es eigentlich nur noch an ihm, an Mats Wilander. Mit Schier versagten ja in exakt dieser Situation die Nerven. Halten sie bei ihm, bringt er seinen Aufschlag noch zweimal durch. Dann gewinnt er dieses Viertelfinale. Becker bewegt sich gar nicht mehr richtig. Da hätte er, wenn er an sich selbst glauben würde, vielleicht früher einen Becker-Hecht gebracht. Hätte sich lang gemacht. Aber vielleicht ist es auch diese große Hitze hier, die Boris Becker lähmt. 30-15, Wilander. Kein Pep mehr drin bei Boris Becker. Und Wilander in seinem 33. Grand Slam Turnier routiniert genug. Passiert einmal mehr diesmal mit der Vorhand. Spielball zum 5-2. Für Wilander, der noch ein einziges Spiel braucht, um hier das Halbfinale zu erreichen. Wilander leads 5-2. Noch einmal ein bisschen das Trinken für Becker. 90 Sekunden Zeit nachzudenken. Glaubt er an sich selbst? Er sieht eigentlich relativ gefasst aus. Aber die letzten Minuten haben deutlich gemacht, dass da eigentlich nichts mehr ist. Traf Boris Becker gestern nach dem Training, da war es 7:15 am Abend hier Ortszeit. Eine unglaubliche Hitze noch und er sagt, es ist nicht zu fassen, dass es abends eine Stunde, anderthalb Stunden vor Sonnenuntergang noch so heiß sein kann. Wir werden sicherlich auf der Pressekonferenz die Erklärung dafür bekommen. Für diese Leistung von heute. Zwei verschenkte Sätze. Und in diesem dritten Satz keine Willenskraft mehr. Sie sehen, Becker schleppt sich fast nur noch über den Platz. War es der letzte Seitenwechsel? Und auch die Grüße kommen an. Hans Tuttling grüßt Boris Becker. Quiet please. Quiet please, ladies and gentlemen. Thank you. Wilander also hat 6-4, 6-4. Das ist eingeblendet. 5-2. Aufschlag Becker.
Hat Becker Glück gehabt, dass das Fehler beim Aufschlag war. An diesen Return. Ja, wohl kaum rangekommen. Becker ist müde, da haben wir links die Frau von Mats Wilander mit der schwarzen Schirmmütze. Sonja Wilander atmet auch tief durch. Mats Wilander geahnt, dass Becker vor wollte und ihm auf die Füße gesliced. Volkan Koss. Das heißt Einstand. Hughes. Two points away. Zwei Punkte fehlen. Mats Wilander. Wenn er dieses Spiel hier gewinnt, glaube ich, kann man sagen, dass ihm der erste Schritt zu einem Comeback gelungen ist. Bei Becker, glaube ich, muss man sagen, man kann nicht jeden Tag top spielen, nicht erwarten von ihm, dass er alles gewinnt. Wahnsinn, Becker. Stand. Thank you. Bye. Der passt. 2 Stunden und 14 Minuten gespielt. Da stand eben Schneeschaufel drauf. Also gibt es hier keinen Grund. Mats Wilander scheint Boris Becker aus dem Weg zu schaufeln. Der Schwede hat Matchball Nummer 1.
use. Spiel geht weiter, da wollten einige Zuschauer den Ball ausgesehen haben von Boris. Ja, er stellt sich nicht mehr richtig zum Ball. Advantage Wilander. Wieder Vorteil für Wilander und damit wieder Matchball für den 25-jährigen Schweden. Quiet please, quiet please. Das Spiel ist aus. Wilander, für mich überraschend, glatt in den Sätzen, 3:0, gewinnt dieses Viertelfinale gegen Boris Becker, die Nummer 2 im Herrentennis. 6-4, 6-4, 6:2, das Ganze in 2 Stunden und 16 Minuten. Für Boris Becker mit Sicherheit das Match der verpassten Chancen. Das gilt für die Sätze 1 und 2. Am Ende hatte der Deutsche bei dieser Hitze heute einmal mehr hier in Melbourne nichts mehr zuzulegen. Mats Wilander winkt hinüber zu seiner Frau Sonja, zu seinem Coach Jonte Sjögren. Er hat sich, glaube ich, mit diesem Erfolg zurückgemeldet. Die Schweden sind unter sich in der unteren Hälfte des Tableaus. Die Schweden waren abgeschrieben worden nach dem Motto, ihre Ära sei zu Ende. Hier besiegt Wilander Boris Becker 3:0 in diesem Viertelfinale. Wilander im Halbfinale jetzt gegen Stefan Edberg. Ein Schwede also mit Sicherheit im Finale. Und wir haben es noch gerade gesehen beim Hinausgehen. Der Gruß, der ihn hier vor 2 Jahren berühmt gemacht hat. Dieser Wichtgruß von Wilander, der sich sicherlich wieder unter den ersten 10 etablieren wird. Schade, schade. Aber ich glaube, für Becker sollte sich die Gesamtbilanz dennoch positiv lesen. Er hat ja katastrophal gespielt in den früheren Jahren hier in Australien. Und Viertelfinale, naja, das geht so gerade, damit wird er zufrieden sein. Heute hat zu viel gegen ihn gesprochen. Ein gut aufgelegter Wilander, die Nervenschwäche bei Becker selbst, das Wetter, die Hitze, der Wind. Wir werden sicherlich auf der Pressekonferenz mehr erfahren. Zurück ins Studio zu Uli Potowski. Ja, jetzt schlägt also wieder die Stunde der Analytiker. Woran mag es gelegen haben? Vielleicht schlicht und einfach daran, dass Mats Wilander der Bessere war. Bei uns geht es weiter. Etwa kurz nach 8 werden wir uns melden im Frühstücksfernsehen. Dann auch noch einmal mit Ausschnitten aus dem gerade live übertragenen Spiel und natürlich auch vom Spiel Stefan Edberg gegen David Wheaton. Und wir erwarten bis dahin vielleicht dann auch eine Stellungnahme von Boris Becker. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit geht es dann live weiter mit dem letzten Viertelfinalspiel Michael Pernfors gegen Yannick Noah. Und damit einstweilen zurück zum Frühstücksfernsehen. Bis später. Ja, kurz nach 6, guten Morgen und herzlich willkommen zu RTL aktuell zu ungewohnter Zeit. Sie haben es mitbekommen, schuld daran ist die
traurige Niederlage von Boris Becker bei den Australian Open. Er unterlag dem Schweden, wie Sie eben gesehen haben, dem Schweden Mats Wielander, klar in 3 Sätzen mit 4:6, 4:6 und am Ende sogar 2:6. Im Halbfinale stehen neben Mats Wielander auch noch Ivan Lendl und Stefan Edberg. Zu den restlichen Nachrichten des Morgens. Zunächst in die DDR. Dort gibt es Unmut bei den Arbeitern. Die Warnstreiks gehen weiter. Gestern hat die Belegschaft eines Dichtungswerks in der Nähe von Dresden die Arbeit für mehrere Stunden niedergelegt. Ihre Forderungen: mehr Geld für langjährige Mitarbeiter, besserer Umweltschutz, das Ende für die so wörtlich mittelalterlichen Arbeitsbedingungen. Ohne Vorankündigungen haben die Mitarbeiter im Milchhof von Cottbus gestreikt. Die Nachtschichtarbeiter wollen mehr Urlaub und die Abrechnung von Überstunden. Auch die Ärzte sind unzufrieden. Allein in Suhl haben 500 Mediziner nicht gearbeitet. Ihr Protest richtet sich gegen die Misere im Gesundheitswesen der DDR. Der Zerfall der SED ist offenbar nicht mehr aufzuhalten. Jetzt hat der SED-Oberbürgermeister von Magdeburg, Werner Nothe, seine Partei aufgefordert, ihre politische Arbeit sofort einzustellen. Grund sind die zunehmend schärfer werdenden Auseinandersetzungen wegen der SED. Die Stadt-SED der von Magdeburg tritt ohnehin für eine landesweite Auflösung der SED ein. Nothe hat aber betont, dass es sich nicht um ein Verbot der Partei handele. Wirtschaftsminister Hausmann kann Erfolge von der ersten Sitzung der Deutsch-Deutschen Wirtschaftskommission vermelden. Die DDR-Regierung will nun doch die volle Gewerbefreiheit und den von Bonn geforderten Investitionsschutz einführen. Damit soll die DDR für bundesdeutsche Investoren attraktiver werden. Ministerpräsident Hans Modrow hat angekündigt, dass die DDR auch das bundesdeutsche Programm zur Förderung des Mittelstandes in Anspruch nehmen wird. Bonn stellt der DDR dazu einen Kredit in Höhe von 6 Milliarden Mark zur Verfügung. Die Menschen in Aserbaidschan befürchten weiteres Blutvergießen. Heute läuft das Ultimatum der aserbaidschanischen Nationalisten ab. Sie haben mit einem Guerillakrieg gedroht, falls die sowjetischen Truppen nicht abrücken. Moskau hat reagiert. Der Nationale Verteidigungsrat der Sowjetrepublik Aserbaidschan wurde verboten. Die Kämpfer sollen ihre Waffen abgeben. Das Militär hat noch einmal die Bestimmungen des Ausnahmerechtes bekräftigt. Streiks und Demonstrationen sind strafbar. In der Hauptstadt Baku rollen Panzer durch die Straßen. Busse und Bahnen fahren nicht. Die meisten Betriebe werden bestreikt. Der rumänische Übergangspräsident Iliescu hat schon wieder einen Rückzieher gemacht. Wenn es nach seinem Willen geht, soll es in Rumänien auch künftig kein Mehrparteiensystem geben. Wie die politische Zukunft des Landes aussehen soll, darüber hat Iliescu geschwiegen. Fest steht, die Nationale Rettungsfront soll politische Partei werden. Die Rettungsfront hat den Wahltermin um einen weiteren Monat auf den 20. Mai verschoben. Einen neuen Namen braucht das Land. Der tschechoslowakische Staatspräsident Václav Havel will das Wort sozialistisch aus dem Staatsnamen streichen. Ein weiterer Akt der Vergangenheitsbewältigung in diesem ehemaligen Ostblockstaat. Aus der CSSR würde dann CSR, also Tschechoslowakische Republik. Laut Havel ist der Begriff Sozialismus gleichbedeutend mit der moralischen, politischen und wirtschaftlichen Krise. Aus der Volksarmee soll einfach die Armee werden. Gute Neuigkeiten für die über 250 Bürgerinitiativen und Gruppen im Land. Ein neues Gesetz erlaubt ihnen, sich als Partei eintragen zu lassen. Zum Abschluss noch der Blick auf die Börse. Der Dollar ist gesunken. Er wurde mit 1,6960 gehandelt. Um 14 Punkte ist der Dow Jones Index geklettert auf 2615. Abwärts ging es kräftig mit dem Nikkei Index. Er sackte um 535 Punkte auf 36843. Und dann noch der Blick auf die Wetterkarte. Heute sieht es im Norden mal ausnahmsweise besser aus als im Süden. Dort scheint vorübergehend die Sonne. Die Temperaturen liegen bundesweit zwischen 6 und 7 Grad. Das war die erste Sonderausgabe von RTL aktuell heute Morgen. Wir melden uns wieder um Punkt 7.